Vorstellung, Sebastian Kummerell, und bin jetzt der Vertreter von draußen und habe hier jetzt vor allen Dingen Bilder von den letzten 2 Jahren zu hängen, die ich vor allen Dingen auf meinen ganzen Reisen gemacht habe. Und habe eine Weile in Berlin gelebt und bin dann ab 2011 auf Kreuzfahrtschiffe als Barpianist. Da habe ich dann so 4, 5 Jahre mich so ein bisschen auf allen Weltmeeren rumgetrieben. Genau, 2006 bin ich nach Potsdam gekommen und da habe ich dann im Prinzip erstmal einen ziemlich guten Start bekommen. Also Potsdam hat mich sehr freundlich aufgenommen. Also ich hatte dann auch sofort eine Galerie, Kunstkontor bei Frau Semsdorf. Selbst im Rathaus hatte ich eine große Ausstellung. Ich habe abends mein Geld als Pianist verdient, tagsüber Skizzen gemacht und wenn ich Zeit hatte, dann immer über die Erlebnisse, die ich da hatte, geschrieben. Und auf dem Kreuzfahrtschiff so als Crewmitglied gibt es schon diverse interessante Erlebnisse, die man da beschreiben kann. Und die heißen Reiseskizzen. Ne? Also das heißt, es sind eigentlich immer nur so im Zusammenhang mit Bildern entstandene kurze, prägnante Erlebnisse oder Geschichten, die halt immer auch mit dem Ort zu tun haben, wo ich war. Also das ist zum Beispiel Odessa, gerade ja nur politisch auch einen großen Fokus, wo ich halt dann dazu auch ein Erlebnis beschrieben habe. Ne? Also da bin ich dann durch die Stadt gelaufen und ich saug dann so die Stimmung auf. Und also ich nehme mal jetzt noch eins, weil das jetzt gerade bei mir natürlich gerade im Fokus ist, Brasilien. So gibt es eine Geschichte, die heißt Ein Ort in der Nähe von Rio G. Das sind immer Beschreibungen im Zusammenhang mit den Orten, mit Menschen, die ich da habe und auch ein bisschen natürlich so eine politische oder nicht politische, aber so gesellschaftskritische Ansicht. Ne? Also ich bin 2020 im Winter recht abgehauen, weil mich diese ganze Pandemie da irgendwie genervt hat, ja, nach Brasilien, und das war ja da wie ein Aufatmen, da war ja dann irgendwie eine andere Art zu leben. Und da bin ich dann, ursprünglich wollte ich nur höchstens einen Monat bleiben. Und dann bin ich da ja, 4, 5 Monate geblieben und habe da ja jetzt sozusagen auch meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt verheiratet bin und die jetzt ihr Kind erwartet, im 7. Monat schon ist. Ich habe jetzt in der Ausstellung auch eine kleine Liebeserklärung an meine sozusagen frisch verheiratete Frau machen. Und das ist sozusagen das Bild von ihr, was ich in der Zeit, wo ich eben jetzt so lange in Brasilien war, angefertigt habe in Búzios, wo wir sozusagen unsere ersten verliebten Tage verbracht haben. Hier haben wir nur Ipanema mit dem Blick auf die Dois Irmãos, das sind die zwei Brüder, heißen die. Die sind auch ganz neu, die sind, da waren wir jetzt sozusagen Dezember bis Januar 2020. Also es ist ja jetzt nicht so, wie es hier so erzählt wird, dass Favelas so sind, dass da ein Stacheldrahtzaun ist und dann sind da die Innenfavela und außen, sondern es ist ein sehr fließender Übergang. Es ist sogar so, dass viele Favelas viel lebendiger sind als die restliche Stadt. Also die tollsten Partys finden mit Sicherheit nicht in den sogenannten ordentlichen Gebieten von Rio statt, sondern in den Favelas. Wir sind jetzt hier im französischen Raum, vorrangig Bilder aus der Bretagne und Normandie. Auch eine große Leidenschaft, also seit 2008 ungefähr bin ich teilweise jedes Jahr einmal mit dem Auto quer durch Frankreich an die Normandie gefahren und dann die ganze Küste runter. Also es ist Morgin zum Beispiel, das ist schon weiter unten. Und Mont Saint-Michel kennt ja jeder irgendwie so ein bisschen. Ich meine, vielleicht verbindet Musik und Malerei der Augenblick. Ne? Also in der Musik wie in der Malerei von mir jetzt geht es letztendlich natürlich immer um den Augenblick. Und in der Musik geht es eben auch vor allen Dingen darum, irgendwie in einem Stück mit Publikum am Ende auch einen bestimmten Augenblick zu erschaffen, der
der eben unvergesslich ist, der aus einer gewissen Zeitlichkeit ausbricht. Ne? Plötzlich vergisst man alles Zeit und Raum und ist irgendwie in einer ganz eigenen Welt, die nicht mehr beschränkt ist. Es ist im Prinzip nur eine Skizze. Ne? Also es ist nicht irgendwas Festes, Fertiges, sondern... Also so empfinde ich das Leben, zumindest meins. Also vielleicht ist es auch ein bisschen meine Lebensphilosophie. Ne? Wir sind alle nur, wir versuchen irgendwie, das so in jedem Augenblick so gut wie möglich zu machen und irgendwas einzufangen. Und manchmal klappt es nicht. Manchmal ist es schön, manchmal nicht. Vielleicht ist es das Leben, keine Ahnung. Also jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Am 27. März gibt es hier eine Veranstaltung, und zwar liest meine Mutter, Blanche Kommerl, die ja Schauspielerin ist, Texte von meinen Büchern, aus die Skizzen hier auch betreffen, und dazu mache ich dann Jazzmusik. Also da versuchen wir nochmal hier Gesamtkunstwerk hier als Finissage zu etablieren.